So, liebe Leute, da bin ich auch schon wieder hier zurück mit Let's Play Tales of the Abyss. Wir begeben uns jetzt nach Nordosten. Coral Castle, Nysur, Dingenskirchenport. Ja, Nordosten halt. Ich würde mal sagen, das mit der Spielemusik auf der Weltkarte ist definitiv ein Fehler von meiner CD. Werde ich umgehen, indem ich ein wenig... Nämlich größtenteils dann vorher auf der Weltkarte war, in einem Dorf war, damit wir wenigstens Musik haben beim Reisen. So, und jetzt die, ja, die Materialien von Axerio. Ihr wisst schon. Ne, passt schon. この辺りの鉱物資源はマルクト帝国が抑えているのよね。まあ、アクゼリスがあちらさんのものだからな。 それはこの辺りの木村スカリオ土内にも鉱山はあるが、アクゼリスのものに比べればかなり質が落ちるらしい。我が国の物資は不足しがちですわ。特に戦争の機運が高まると。ああ、ダートからの三角貿易だとバッチリ関税取るからね。申し訳ありません。巨団の運営資金などを考えると。その件に関してはいずれ同志ともお話し合いさせていただきたいところですわ。無論、 ダートがあってこそ、敵国マルクトとの貿易も成り立っているわけですけれど。経済会議はしかるべき場所でお願いしますよ。そうですね。今はアクゼリスのことが優先でした。私が変な話をしてしまって、ごめんなさい。熱論の中申し訳ないですが、今回は六人称のことも気になりますのでね。そうだな。Okay. Das war Erdkunde mit Ökonomie und Ökonomie und so weiter und so fort. Ökonomie. Jetzt sind wir auf dem Pass. Also wenigstens die Sachen, wo ich hin muss, finde ich hier im Let's Play noch relativ schnell. Bin ich schon mal beruhigt. Der Deo-Pass. Mit ein paar neuen Gegnern. Tja. 先生には追いつけなさそうだな。砂漠で寄り道なんかしなければよかった。寄り道ってどういう意味？寄り道は寄り道だろ。今はイオンがいなくても、俺がいれば戦争は起きねえんだし。あんた。バカだと。Da hat sie aber recht. Das ist wieder mal typisch er. Das ist echt grausam, sowas zu sagen eigentlich. Luke. 私も今のは思い上がった発言だと思うわ。この平和はお父様とマルクとの皇帝が同志に敬意を払っているから成り立っていますのよ。イオンがいなくなれば朝廷役が存在しなくなりますわ。いえ、両国とも僕に敬意を持っているわけじゃない。ユリアの残したスコアが欲しいだけです。本当は僕なんて必要ないんですよ。 そんな考え方には賛成できないな。よ、それがユリアのスコアのおかげでもね。なるほどなるほど。皆さん若いですね。じゃ、この状況でよくああいうセリフが出るよな。食えないおっさんだぜ。しかし、ルークお坊ちゃんよ。さっきのはかなりまずかったな。 Ja, da hat jeder recht, das sind echt harte Worte, die er da manchmal rauslässt, ganz ehrlich. まったく、ルーク様って本当バカ。おやおや、まだ怒っているのですか？アニスにしては珍しいですね。そんなことないですよ。私はルーク様の財産のこと大好きですもん。本当ですか？イオン様のことを軽んじられたら、 さすがのアニスも頭にきたんじゃないですか。いや、そんなことないですってば。まあ、ちょっと引いちゃいましたけど。うん、そうですね。微妙な国政や各要人の立ち回りから縁遠いとはいえ、さすがに失言でした。いや、さすがの失言というべきか。もうその話はいいです。大佐、とっとと行きましょう。はいはい。 Ah, der Ton ist scheinbar noch in Ordnung. Was ist hier? Ich dachte, das ist ein... Ich dachte, da steht was? Hallo?
Jetzt ist der Ton ganz weg. Moment mal, Leute. Scheinbar ein Tonausfall durch meinen Grabber. Dann ist ja alles in Ordnung.本当だな。今じゃこの道はあまり使われていないだろうに。本当だな。今じゃこの道はあまり使われていないだろうに。なんでだ?この道はもともと、アクゼルスが木村スカリオだった頃に利用されていた道だ。マルクとに奪われた今となっては、こちらの道を使う意味がありませんものね。まあ、次の戦いの狙いが、アクゼルスなら、整備しておいた方が得策ですが。どういう意味ですの?仮にですよ。整備しているというふうにも見えません。この道を作った、木村スカの土木技術が高かったということでしょう。どうもあなたは、いちいち勘に触るものの言い方をなさいますわね。 Alles klar. So, wir haben ja zum Glück eine neue Attacke. Dafür können wir selbst gigantische Blöcke kaputt machen. Und hier haben wir den ersten der neuen Gegner. Ein, ich glaube, Max-Schnabel oder keine Ahnung, wie heißt. Im Prinzip alles andere, scheinbar sogar direkt. Alles klar. Sehr gut. Ja, dieser Axtschnäbler, keine Ahnung, wie heißt der? Tomahawk, ja. Kennt man zum Teil auch so ein bisschen aus Tales of Symphonia, da gab es die auch schon mal. Im Prinzip genau dieselben Gegner. Ja, mehr gibt's zu denen auch nicht zu sagen. Ich glaube, das war's dann auch schon an neuen Gegnern. Denn die Biene kennen wir ja jetzt. Ja, die Biene kennen wir jetzt, den auch. Furchtbar hier, furchtbar. Ganze Gegner. Die ganzen versteckten Schätze hier. Ah, 1600 Gold. Das gefällt mir. Das ist ein Baum. Wenn man den Baum schüttelt. Kopfgegner! Ah! Aua! Ja, Killer-Taktik einfach von hinten angreifen. Ja, ja. Das ist ein Gegner, den würde ich sogar ernst nehmen, einigermaßen eigentlich. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben hier nichts. Oh, nichts. Das ist immer gut. Ich mag nichts. Nichts. Sagen wir mal so, nichts ist wenigstens nicht gefährliches sein. Und das ist so ein Nichts wie bei Final Fantasy V The Void. Das kennen wir ja auch noch. Das war ja dann schon wieder. Aber naja. Oh, da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz, da komme ich sogar dran. Das ist gut. Das ist kein Schatz. Das ist ein Steinblock. Okay. So viel dazu. Na komm. Ich will den neuen Bildschirm sehen. Oh ja. Holz, Holz, Steine, Axt, Dingy. Was haben wir hier? Nix. Dann schüttel ich mal diesen Baum hier. Und ihr seht, ein Schatz. Yeah, eine Panacea-Flasche. Gut, kann man immer mal gebrauchen. Ja, diese Ligas hier, die sind schlimmer als normale Ligas, aber noch normal. Wie man so schön sagen kann. Achso, Jado kann mittlerweile einen scheinbar Tornado beschwören. Warum auch nicht? Gehe ich hier gerade richtig? Ich will hier nicht richtig gehen. Aber ne, tue ich auch nicht. Ne, tue ich wirklich nicht. Gut. Ein Gothic Maze, okay. Ja. Warum auch nicht? Immer wieder gut, was Neues zu haben. Herrlich, herrlich. Diese ganzen Gegner hier, die sind so nett zu mir, da geht's mir direkt besser. Ja, wie gesagt, Jane kann einen Wirbelsturm beschwören. Diese Technik ist sehr gut geeignet, wenn man einen Gegner umkippen lassen möchte. Zumindest. Oder zum Beispiel diese riesigen Bäume. Die fallen dann um. Bei diesen Gegnern kriege ich irgendwie Hunger auf Chicken Wings. Liegt daran, dass es Hühnchen sind, aber trotzdem. Irgendwie ist das nicht gerade fördernd für meine Spielweise. Finde ich. Ich nur denke, Chicken Wing, Chicken Wing, Chicken Wing. Ah, nicht so gut. Immer noch höher. Na toll. Steinblock, zack. Hat jetzt was gebracht? Gar nichts? Gar nichts. Yes. Aber gut, wir müssen ja hier den ganzen Pass hochlaufen. Oder runter, oder
hoch und dann runter. Irgendwie so. Von daher ist das wohl anzunehmen, dass auch ab und zu mal gar nichts da liegt. So. Eine Sache, die man bei diesen Bäumen beachten sollte, ist die Tatsache, dass sie beim Aufstehen einem Schaden verursachen können. Definitiv nicht angenehm. Und hier habe ich keine Ahnung, wo es wieder weitergeht. Daran erinnere ich mich aber noch. Dass da natürlich nur wieder ein Weg richtig ist und der andere führt, glaube ich, nur zu dem Baum hier. Ich habe wieder einen Schatz beinhaltet mit 1800 Gold. Also mehr Geld für mich. Da es da scheinbar nur zu einem Baum ging, haben wir eine gute Entscheidung getroffen, dass wir kurz erstmal da runtergegangen sind, damit wir jetzt über diese Hängebrücke gehen können, die uns weiterführt in ein episches Abenteuer. Oder eine Cutscene. Ist nah dran. Kommt drauf an, wie man es auslegt. Aber man könnte sagen, es ist eine Cutscene. Yes. ルーク、よろしいではありませんか。そうだぜ。きつい山道だし仕方ないだろう。神前大使は俺なんだぞ。 Jetzt dreht er wirklich durch. では少し休みましょう。イオン様、よろしいですね。おい、ルーク、すみません。僕のせいで。わかったよ。少しだけだぞ。 Also Luke ist jetzt wirklich am Durchdrehen. Ganz ehrlich. Luke,何を焦っているのか知らないけど、そういう態度はやめた方がいいわ。だよ。何がだよ。もういいわ。何なんだよ。 Der versteht sich mal. Also, man sieht, wir sind von da gekommen. Ist jetzt nicht so, dass das Spiel mich viel weiter getragen hat. Und es geht. Boah, traurig ist ja, ich kann ja nicht mal von einer hohen Encounter Rate sprechen, weil es ja keine Encounter Rate ist, sondern einfach nur rumgerenne und dann in einen Kampf verwickelt werden. Naja, gut. Ich habe noch ein. Was bewegt denn ein Grüner? Reduziert die Anzahl, die ich an TP benutzen muss. Ja, wie man sieht, kann man, ich glaube, einen immer einsetzen und der levelt sich dann hoch, bis er die höchste Stufe erreicht hat, so in etwa. Weniger TP würde ich gerne auf dem Healing Circle haben, glaube ich. Der kostet nämlich 32 TP. Und damit sollte sich das verringern. Dann haben wir noch einen blauen. Blau bewirkt hier bei ihm die Länge der Effektivität. Achso, das war bei so einem normalen Angriff. Ja, die Ability to push und so weiter und so fort. Die Effektivität würde ich gerne zum Beispiel von Splash erhöhen. Aber das ist nur ein Casten, ne? Ja gut, egal. Denn das wird relativ häufig eingesetzt und. Obwohl, nee. Nehmen wir lieber das neue. Das ist, glaube ich, dann sogar noch ein bisschen interessanter. Ja, wir nehmen Turbulenz. Das ist der. Ja, ich sag mal, der Windzauber, von dem ich erzähle, dieser Tornado. Und der sorgt dann dafür, dass der Gegner weiter weggeschossen wird. Also, so, ich hab, ja, hier gehe ich raus. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich wollte gucken, was unten ist. Falls unten nicht der Weg ist, den ich gehen muss. Na, ihr wisst das schon. Halt nachschätzen suchen. Ich weiß halt nicht, wo alles ist und ich muss hier alles untersuchen. Oder ich möchte hier alles untersuchen, viel eher. Und bestmöglich dann noch in jeden Gegner reinrennen, damit ich schön viel machen kann. So, was haben wir denn hier? Bisher nichts. Das ist angenehm. Angenehm. Hier ist auch nichts. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass der Healing Circle benutzt werden kann. Ja, hier geht es immer noch weiter nach unten. Ich will nicht weiter nach unten. Das ist es ja. Also diese Bienen haben schon einen ziemlich üblen Stachel, so wie es aussieht. Also,
getroffen werden, würde ich nicht unbedingt gerne von diesem Teil. Denn die Dinger sehen sehr groß und sehr schmerzhaft aus. Keine Ahnung, gehe ich mal da rein. Jetzt habe ich drei Ebenen, wo ich reingehen kann. Ich habe keine Ahnung, welche davon mich irgendwo wirklich hinführt und welche mich nirgendwo hinführt, damit ich vernünftig weitermache. Sehen wir ja dann. Das sieht so richtig hier aus. Das ist doof. Und wenn ich hier hochgehe, komme ich dann wieder nach da oben? Also wo ich eigentlich hätte herkommen können? Ah ne, hier, also hier ist Ende des Gebiets. Das ist gut, das kann ich mir merken. Dann kann ich jetzt nämlich noch den Rest untersuchen. Scheinbar gibt es ja noch ein paar Wege und Orte, an denen ich mich, wo ich mich orientieren kann, wo ich lang gehen kann. Das ist ein Gegner. War nach diesem Kampf einen weiteren Level up, hat Tier einen neuen AD-Skill gelernt, nämlich Lucky Ant. Lucky Ant wirkt. Ja, verringert nochmals die Zeit, die benötigt wird, nachdem ein Spruch gesprochen würde. Das ist definitiv sehr, sehr nützlich. Denn je weniger Zeit sie benötigt, um wieder, ich sag mal, zu sich zu kommen und agieren zu können, desto besser kann man im Kampf kämpfen, logischerweise. Na. Doppelte Erklärung, total bescheuert, aber naja, gut. Jetzt hier noch mehr von der Straße. Dann geht's weiter und rechts weiter, sozusagen. Merke ich mir. Gehe ich aber noch nicht hin, denn wir haben oben noch einen Weg, ich sag mal, ausgelassen. Den sind wir nicht nachgegangen. Was mit diesem Haus ist, würde mich auch mal interessieren, irgendwie. Aber scheinbar kann ich damit nichts machen. Finde ich eigentlich schade. Ich hätte schon gerne gewusst, was mit diesem Haus los ist. Ich würde sagen, eigentlich wollte ich kämpfen, aus dem Weg gehen. Aber naja, hier, Nataya hat mal wieder auch was gelernt, was Schönes, das kennen wir noch. Guard Plus decreases damage while guarding, also sie erhält noch weniger Schaden, wenn sie sich verteidigt, was gut ist. Row kennen wir ja. Rear Guard hat sie gerade gelernt, Rear Guard 1. Verringert die Chance, dass ein Guard Break stattfindet, was sehr angenehm ist. Und Lucky Soul, wenn sie auf dem Boden geknallt wird, das kam jetzt falsch rüber. Wenn sie auf dem Boden, ja, ich sag mal, geprügelt wird, kann sie TP regenerieren. Nebst der Rolle, die dann den Schaden verringert, den sie bekommt. Sehr gute Skills im Prinzip. Aber da ich sie nicht benutze, mir völlig wurscht. So. Jetzt haben wir hier, das ist wieder so ein Viech und ein Bäumchen. Yeah! Und da fällt eine Truhe nach unten. Interessant, interessant. Ins Haus, wie ich es damals auf die harte Tour gelernt habe, von der Seite, aus der wir da hinkamen, kommt man an diese Truhe nicht ran. Also ich habe nur gedacht, willst du mich verarschen, dass ich an diese Truhe gerade nicht rankomme? Nein, will das Spiel nicht. Das Spiel ist einfach so. So, wir hatten noch einen Weg hier oben nach rechts offen, den ich nicht entlang gegangen bin. Den werde ich jetzt auch noch unter die Lupe nehmen. Und dann kann ich auch schon wieder beinahe diesen Part beenden. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das hier ist schon mal ein Baum mit gar nichts, den ich ausgelassen hatte. Na toll. Gut, Leute, dann gehe ich jetzt nach unten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of the Abyss mit mir, den Kommentator. Ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.